Und weiter geht's mit dem Karriere-Let's Play mit dem VfL Bochum. 30. Spieltag steht an. Wir fahren nach Karlsruhe zum KSC und hoffen jetzt endlich auf den so entscheidenden, also was heißt dem entscheidenden. Wenn wir heute nochmal unentschieden spielen, dann ist das Ganze vorbei. Dann haben wir die Meisterschaft sicher und können uns auf die letzten hoffentlich zwei Spiele im Pokal. Das Halbfinale, komm, wir können ja auch nochmal in die grafische Ansicht gehen. In die grafische Ansicht gehen. Zwei Spiele maximal noch bis zum Pokalsieg. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, und ja, ich würde sagen, rein ins Spiel zum KSC. Wo ich jetzt unbedingt auf einen Sieg hoffe. Heute ist meine Aussprache, die Aussprache in den letzten drei Folgen, die ist ja zum Davonlaufen. Aber egal. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. So, hoffen wir auf ein diesmal etwas, auf ein etwas besseres Spiel. Einfach mal jetzt hier so ein bisschen offensiver. Und sofort ist es am Klingeln. Einfach mal so ein bisschen offensiver laufen. Sehr schönes Tor. Gleich in der dritten Minute. Richtig schön. Zack. Und dass der Ball, dass der da noch ankommt und dann schön mit der rechten, mit dem rechten Fuß. Wupp. Ja, durch die Hosenträger, aber durch die fallenden Hosenträger quasi. Aber zack, drin ist das Ding. So muss das. Latzer mit dem sechsten Saisontor. Sechstes Ligator, Entschuldigung. So, am besten sofort wieder im Ballbesitz jetzt hier. Wir schießen, wir müssen uns heute mal wieder so richtig die Seele aus dem Leib schießen. Oh. Oh. Schön, schön, schön. Oh, da wäre das so gut gewesen. Die Eröffnungsphase war jetzt schon recht offensiv von uns, aber ich hatte auch jetzt irgendwie gehofft, dass wir noch irgendwie in die Situation für ein 2-0 kommen, dass wir hier wenigstens mal. Dass wir hier auf jeden Fall mal etwas höher gewinnen, aber das sieht sehr gut aus. 2-0. Wer war es diesmal? Sestak. Auch mit in der Torschützenliste ganz oben, wenn ich mich recht erinnere. Und noch vor den ersten 15 Minuten hier mit dem 2-0. Top. Es ist sein 20. Oh. Ist der doch noch höher als Terodde? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber tipptopp. Wir können ja auch mal in der Liga mal ein paar Tore schießen. Bis jetzt kommt es mir vor, dass wir immer in der nur im Pokal so richtig aufgeblüht sind. Was Tore schießen angeht. Zumindest in der letzten Zeit. Wir haben nicht schlecht gespielt. Wir haben ja, ne? Immerhin sind wir eigentlich quasi Meister geworden. Aber trotzdem. Immer mehr so kleine Ergebnisse. So richtig so nach dem Motto: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und jetzt Angriff. Laufen. Laufen. Abseits. Ja. Ja, komm, brauche ich nicht hinterherlaufen. So läuft das Spiel wenigstens weiter. Und wird nicht unterbrochen. Ecke. So, jetzt Ecke, Kopfball 3-0.
Schande. Ich hab's nicht gesagt. Ich versuche jetzt mal die nächsten Folgen das Fluchen ein bisschen einzustellen. Wollen wir mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Spätestens bis zum Pokalspiel. Im Pokalspiel, da drehe ich dann wieder ab. Und jetzt erstmal hier Karlsruhe kontrolliert runterspielen. Das 2-0 am besten halten, wenn nicht sogar. Verdammt. Wenn nicht sogar noch ein bisschen erhöhen das Ganze, dass wir kontrollierter, beziehungsweise sicherer kontrollierter, ist ja, hat ja nicht unbedingt was mit dem Spielergebnis zu tun. Das war... Ja, das hätte es eigentlich sein müssen. Aber mit einem 3-0, da wären wir, glaube ich... Ja, da wären wir, glaube ich, durch. Au, Mann! Was zieht der mich denn runter? Jo, Ecke. So, komm. Zu leicht. Warum? Jo, bestimmt. Bestimmt. Super. So ist das auch in Ordnung. Einwurf für uns. 2-0 in eine Pause gehen wäre nicht das Schlechteste. Also hatten wir auf jeden Fall schon deutlich schlechtere Pausenstände, aber das 3-0 hätte ich schon noch ganz gerne. Oh. Kein Elfmeter, okay. Ja, okay. War ja auch nicht wirklich was, aber trotzdem. Wir spielen eigentlich richtig gut hier gerade. Also gegen KSC läuft's. Ecke nochmal. Schöner Schuss von Sestak. Na, Abstoß. War zu weit. Drei Balken sind zu weit für eine Ecke. Es muss so 2,5 sein. 2,5 maximal. Danach ist es zu stark. Was zur... Das war doch kein Ab... Boah, du bist doch so ein... Oh. Ja. Da hätte ich noch dran kommen müssen. Max. Max am Ball. Da. Pfeif doch ab, ich hasse dieses Hin- und Her-Gerenne. Wenn die dann wirklich so planlos durch die Gegend laufen, so nach dem Motto, wir spielen auf Zeit. Bah, komm, weiter. Das Spiel läuft eigentlich gerade richtig gut. Und hoffen mal, dass das auch noch so bleibt. So, jetzt ist hier hinten alles frei. Sauber! Das zweitbeste, was wir kriegen konnten. Das beste wäre natürlich, wenn er zum Abschluss gekommen wäre und das Tor geschossen hätte, aber. Oder zumindest. Obwohl, nee, das ist besser, als wenn er geschossen hätte, weil ich glaube, der wäre nicht mal reingegangen. So, jetzt kann er eigentlich alles klar machen, wer schießt. Bulut? Na, Bulut ist doch gar nicht auf dem Platz. Sestak. Sestak müsste es sein, oder? Nee, Terrazino. Terrazino. Kann das 3-0 machen. Und damit. Super. War zwar noch in der Ecke, aber
Er kann das 3:0 machen. Sauber. Damit sind wir eigentlich, wenn alles so läuft wie geplant, muss das einfach sein. Und ich habe gerade schon wieder, so gerade wo ich es ausspreche, merke ich, ne, du hast das schon häufiger gesagt und dann wurde es hinterher noch irgendwie unentschieden. Wir versuchen einfach weiter aufs 4:0 drauf zu spielen. Uns schon mal ein bisschen warm schießen für Bremen. Beziehungsweise warm spielen. Weil Bremen kommt auch noch und dann müssen wir auch noch mal einen guten Tag haben, um nicht unter die Räder zu geraten. Weil Bremen ist auch noch mal ein anderes Kaliber als Hoffenheim. Hoffenheim, die sind nicht so das Maß aller Dinge. Im Endeffekt, das Schwierigste wird sowieso dann, wenn im Finale kommen, weil da gehe ich eigentlich davon aus, dass Dortmund das Ganze im Finale, also dass sie das Halbfinale gewinnen, dass die ins Finale einziehen. Und dann wird das richtig schwer. Mit Bochum gegen den BVB. Aber erstmal muss Bremen irgendwie geknackt werden. Schön weitergeleitet. Schön. Scheiße. Ja, jetzt habe ich es wieder gesagt. Dieser Ballannahme, die war nicht so perfekt. Da hätte man mehr rausmachen können. Minuten gleich gespielt. Alles läuft aktuell eigentlich nach Plan. Meisterschaft quasi eingetütet und im nächsten Spiel dann auf dem Weg nach Berlin, wenn wir denn irgendwie 90 Minuten oder 120 gegen Bremen bestehen. Mit einer Zweitligamannschaft kann man nicht so gut durchlaufen. Also beziehungsweise mit den Mannschaften in der zweiten Liga. Da klappt dieses technische, was heißt technische Durchlaufen? Das ist ja dann doch schon, hängt schon von den Pace-Werten ab. Und die sind nun mal bei Bochum nicht so enorm wie bei anderen Mannschaften. Allein deswegen wird das mit Dortmund im Extremfall auch richtig schwer. Aber wir gucken erstmal, wie das gegen Bremen läuft. Ich weiß ja gar nicht, ob wir zu Hause spielen oder in Bremen. Einwurf für den KSC. Ich wäre dafür, dass wir auch mal ein bisschen... Sollen wir rotieren? Bulut kann wieder reinkommen für... Diesmal für Latza. Rossia lasse ich diesmal drinne. Unser erster Wechsel. Das war knapp. Wow, was zur... Alter Mann! Diese ekelhaften Ballverluste, für die man, ach, wo man selber durch einen behinderten Pass einfach alles aufs Spiel setzt. Und ich habe zu ihm gezielt, nicht zu dir. Jetzt ziele ich zu ihm. Ja, genau. Und ja, ich meckere selbst, wenn ich 3:0 führe. Das ist bei mir so. Bin ich zufrieden. Nicht bei FIFA. FIFA bin ich immer nur dann zufrieden, wenn ich am Ende ein gutes Ergebnis habe. Klar ist 3:0 ein gutes Ergebnis, aber geht natürlich auch besser. Na gut, ich spiele mir teilweise auch hier in Rotz zusammen. Da ist man dann halt schon in der Sicherheit des 3:0. Da muss man nicht wirklich... Da strenge ich mich dann auch irgendwie nicht so an, wie es eigentlich sollte. Und das war Müll und da habe ich nicht hingezielt. Mäh. Knarf. Knorfsen. Reis. Na, lange Geschichte. Langer Insider. Den, glaube ich, kein Mensch mehr wirklich versteht. Nach in der Mitte. Und los. Attacke. Bulut und... Top. Wow. Das war ja mal ein richtiges Lacktor. Das war richtig Lack.
Auch wieder an den Pfosten, aber dann so Gott sei Dank an den Innenpfosten und rein damit. Zack, bumm, und dann rollt das Ding ins Netz, beziehungsweise hinter die Linie, und wir haben das 4:0. 21. Saisontor. 21. Ligator natürlich, meine Güte. Das sind solche Kleinigkeiten, die, glaube ich, keinen interessieren, aber mich schon. Weil es ist ja kein Ligator, kein Saisontor, ne? Es ist ja ein Ligator, weil in der Saison hat er ja vielleicht häufiger getroffen. Ah, wir gucken uns mal hinterher die ganzen Statistiken der Spieler an, wer wie oft getroffen hat. Ob es auch wirklich... Der hätte eigentlich reingemusst. Ob es auch Spieler gibt, die gar nicht gespielt haben. Würde mich am Ende auch mal interessieren. Aber da gucke ich vorher nicht rein. Da werde ich doch noch irgendwie beeinflusst, dass ich in den letzten Spielen noch Leute einsetze, die ich nicht... Wow. Die ich nicht einsetzen möchte. Nur wegen der Einsatzzahl. Deswegen lassen wir das. Und Einwurf für Kaiserslautern. Wir können eigentlich auch mal wechseln. Ich glaube, hier hat sich... Das hat sich alles erledigt. Hasaka kann nicht für Zelotzi reinkommen. Sondern für... Was zur Hölle? Nein. So, jetzt stimmt das. Ja, jetzt habe ich eigentlich alle gewechselt. So, damit wir unser Wechselkontingent auch ausgefüllt haben. So, wieder Einwurf. Wir haben ja Zeit. Da ist der Ball. Lucia. Auch so die falsche Richtung, wo der Steilpass hinging. Ich hab Zeit. Jetzt können wir ja auch das Ganze etwas... Ja, nicht beruhigen, weil wir natürlich dann wieder aus irgendeinem Grund in die falsche Richtung gezogen haben. Obwohl das Ganze ja eigentlich in eine andere Richtung laut Stick gedacht war, aber na. Ja. Ich spiele auch nicht mehr wirklich hier gerade mit Elan. Also das war vor dem 1:0 noch deutlich anders. Vor dem 1:0, weil das ja auch so spät, so früh, ja... Ihr wisst, wie ich meine, wenn ich... Wer warst du? Bulut, Mann. Wäre doch schön gewesen, so in der 90. 5:0, aber 4:0 ist auch sehr, sehr gut. Ein sehr schönes Ergebnis. Ja, wir hatten weniger Ballbesitz, das verwundert mich, aber never mind. Drin ist drin. Gewonnen ist gewonnen. Danke, Chef. Terrazino, der freut sich, aus was für einem Grund auch immer. So, und jetzt unsere Leute motivieren, es geht. Ach, Butcher, meine Rolle im Verein, ja. Juckt mich nicht. Die Saison ist fast zu Ende, heul nicht. So, 4 Tage verstreichen. Was? Ja, ist mir, dann juckt's mich nicht. So, letztes, was heißt letztes Pokalspiel? Wir fahren nach Bremen. Ans Weserstadion, was hier vielleicht anders heißt, aber... Gündüz geht raus für Tasaka. Jetzt wird hier nochmal kurz rotiert. Weiß kommt wieder rein. Für Lossia. Die vorne, die bleiben. Terrazino gegen Gregoritsch. Lossia will ich aber im Kader haben. Wer geht dafür raus? Du. Rest bleibt so. So, passt so. Obwohl. Jetzt sind sie sortiert. Ja, so, das wird unser Kader gegen Bremen sein. Und ich hoffe, dass da was zu holen ist in Bremen bei Werder. Zum Pokalkracher gegen Werder Bremen. Und oh, wir wissen es schon, Dortmund ist im Finale. Das heißt, wir... würden gegen Dortmund im Finale stehen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.